bekommt Prinz Hassan, der zweitwichtigste Mann von Jordanien. Er ist ein großer Fan der Solarenergie und so weiter. Er möchte unbedingt das Solartaxi mal ausprobieren. Landschaft mit diesen Vulkanen und sie haben auch eines der ältesten Geothermiekraftwerke der ganzen Welt. Sehen Sie das? Das ist ein 40 Jahre altes Kraftwerk, das produziert 8% vom Strom von Neuseeland. Seit 40 Jahren holt man heißes Wasser von unter der Erde hinauf und seit 40 Jahren gibt es Strom. Und das Wasser ist nicht kälter geworden, es ist praktisch genauso warm, wie es früher war. Und das wird noch Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte lang, wird das noch Strom liefern. Hier ein roter Teppich, die ganze Stadt auf den Beinen. Und wenn ich die Augen aufmache in China, Moment mal, fast auf jedem Haus da oben ist eine solarthermische Anlage. Man produziert Warmwasser in China zum größten Teil mit Solaranlagen auf den Hausdächern. So ein Ding kostet in China $120 und produziert dann Warmwasser für eine ganze Zeit. Erwärmung. Man musste ein Schiff nach dem anderen bauen, man musste wie einen Krieg ausrufen, damit wir uns selber schützen vor dem, was kommt, aber es passiert nicht. Und er ist total gegen seine Regierung eingestellt und gegen diese Verschwendung und all das, was in Amerika läuft. Und das haben wir dann nachher in seinem Film Avatar, wenn Sie den gesehen haben, sieht man es natürlich ganz schön, seine Philosophie. Jedes Land der Welt sollte mal ein Elektroauto schicken in dieses Rennen, damit wir zeigen können, dass die ganze Welt diesen Wandel will. So, das wäre es von meiner Seite her. Wenn Sie noch mehr Informationen möchten zu den Projekten, die ich mache, finden Sie hier im Internet. Für Fragen stehe ich weiterhin gerne zur Verfügung heute Abend. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.